herzlich willkommen zu einem neuen Rezept bei Grill It Like Timo. Heute gibt es mal was verhältnismäßig Einfaches und Schnelles. Wir machen in Biermarinade gemobbte Würstchen. Dafür brauchen wir heute geräucherte Bockwürstchen oder Siedewürstchen. Hängt ein bisschen von eurem Geschmack ab. Wir brauchen Senf, Honig und ich nehme am liebsten Guinness. Ihr könnt im Prinzip auch ein Dunkelbier benutzen oder es müsste auf jeden Fall ein sehr kräftiges Bier sein. Das könnt ihr im Prinzip euren Geschmack überlassen. Und wir brauchen Schaschlikspieße bzw. so Grillspieße. Und ihr braucht was, wo ihr die reinstecken könnt. Das Ganze muss nachher hochkant auf dem Grill stehen. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Der Anfang ist relativ simpel. Wir machen jetzt erstmal gerade die Würstchen fertig. Die schneiden wir einfach einmal in der Mitte durch. Dann brauchen wir die Spieße. Die Spieße stecken wir einfach rein. Bitte bis möglichst weit oben durchschieben, denn sonst bekommt ihr unter Umständen am Grill nachher ein Problem mit der Höhe. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir schneiden die Würstchen ein bisschen ein. Moment, wir legen sie mal kurz an Seite, die anderen. So. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir schneiden die relativ flach. Ein, sodass an der Seite wie so ein kleiner, ja, es ist ein kleiner Fächer, aber dass das quasi so ein bisschen auseinanderklaffen kann. So, das waren unsere Würstchen. Die haben wir jetzt erst schon mal eingeschnitten. Jetzt machen wir uns an die Marinade. Wir nehmen als erstes den Senf. Ich nehme etwa 85 ml vom Senf. So, und ebenfalls etwa 85 ml vom Honig. Der Honig hat natürlich nachher den Vorteil, dass der Zucker da drin auf dem Grill leicht karamellisiert und wir somit auch eine schöne Kruste kriegen. Jetzt kommt unser Bier zum Einsatz. Davon solltet ihr etwa die Hälfte nehmen, ich sag mal so 40 bis 50 ml. Den Rest kann man gerne trinken. So, und jetzt ist wichtig, dass eure Marinade gut verrührt. Natürlich nicht ohne zu kleckern. Es ist am Anfang ein bisschen schwer, das zusammenzukriegen, richtig, aber ihr werdet merken, wenn ihr das im Moment gerührt habt, geht das ohne Probleme. So,
die letzten Stücke vom Senf fangen an sich aufzulösen. Ich hoffe, das kann man so in der Kamera sehen. So, die Marinade sollte die jetzt so ungefähr 5 Minuten stehen lassen, damit sie sich vollständig verbindet. Zwischendurch immer mal wieder rühren und dann machen wir gleich weiter. So, 5 Minuten sind um. Wir haben zwischenzeitlich schon einen Grill aufgeheizt. Wir haben noch ein paar Mal gerührt. Wir haben Besuch aus der Luft bekommen, wie man vielleicht hört. Was wir jetzt machen ist, wir werden die Würstchen einmal durch die Marinade ziehen. Nicht wundern, es ist häufig so, dass der Senf sich nicht ganz auflöst. Ihr könnt dann auch schon mal einen anderen Senf probieren. Das ist so ein bisschen auch euren persönlichen Geschmack überlassen, welchen ihr da am liebsten mögt. Damit ich gleich nicht ganz klebrige Finger habe. Ihr könnt übrigens diese Würstchen auch ohne Probleme tatsächlich für Kinder machen. Die werden gleich auf dem Grill sein. Ihr könnt mir glauben, da wird kein Alkohol mehr über sein. Und sie schmecken auch nicht nach Bier. Also das könnt ihr mit gutem Gewissen machen. Im Gegenteil, dadurch, dass sie das Honig und Senf eine sehr starke Note haben, haben sie etwas leicht so süß-schärfliches. Süß-schärflich, ich glaube süß-schärflich, das Wort gibt es nicht, ehe mich jemand der Duden-Kommission anruft. Also etwas süß-scharfes, was tatsächlich sehr angenehm ist. Also meine Kinder mögen es. So, die Würstchen haben ihren ersten Guss bekommen. Jetzt kommt das Ganze auf den Grill. So, und wir geben dem Ganzen erstmal 1-2 Minuten Zeit zu grillen. Ihr könnt zwischendurch so 3-4 Mal moppen. Wir machen es gleich einmal zusammen und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. So, 7-8 Minuten sind jetzt rum. Wir haben jetzt zweimal gemoppt. Jetzt machen wir das dritte Mal auf. Ihr seht, die Würstchen sind schön auseinandergegangen. Wir machen jetzt das letzte Mal. Versucht nach Möglichkeit immer die Marinade in diese sich aufspreizenden Stellen zu geben. So. Wir machen den Deckel nochmal für einen kurzen Moment zu. Ich habe mir schon einen Korkuntersetzer geholt. Wenn ihr gleich das Ganze vom Grill nehmt, bitte aufpassen, das Ding ist natürlich verdammt heiß. Insgesamt solltet ihr die Dinger so je nach Hitze auf dem Grill 8-10 Minuten drauf lassen. Einfach damit es so eine richtig schöne knackige Kruste gibt. Auch jetzt, wir backen lediglich die gerade aufgetragene Marinade nochmal schön an der Wurst fest, damit halt richtig schön viel Geschmack mehr da dran ist. Wir drehen schon mal aus, den Rest machen wir mit der Resthitze und bereiten uns schon mal auf was Heißes vor. Für alle, die es gerne mögen, was wahnsinnig gut schmeckt hierzu, ist die Dinger vielleicht noch ganz leicht anräuchern. Ich persönlich würde dazu empfehlen, ein Walnuss oder Ahorn. Schmeckt meiner Meinung nach, oder zumindest mir persönlich, am besten dazu. Im Zweifel probiert es aus. Leckere Möglichkeiten gibt es ganz viele. So, jetzt kommt immer die böse Frage, ne? Versaue ich mir die Grillhandschuhe, weil es heiß, oder? Nehme ich doch noch andere Handschuhe, die man einfach wegtun kann. Das Ganze ist einigermaßen klebrig. Das habe ich natürlich nur getan, um zu beweisen, dass es klebt.
Und fertig sind unsere in Biermarinade gemobbten Würstchen. Ich würde gerne eins probieren. Die Vernunft sagt nein, der Geruch ja. Aber super lecker. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht mich im Laden an, schreibt mir eine Mail. Ich kann nur sagen, viel Spaß beim Nachgrillen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.